Jetzt, welche Folge ist das eigentlich jetzt? Das ist, glaube ich, die sechste oder siebte. Ich glaube, die siebte. Also, dass wir sieben Folgen schon haben, ist eigentlich echt cool. Und heute haben wir wieder das Original-Trio dabei. Ja, es... Das war es nie seit der ersten Folge, oder? Ja. War ja, nie Wohl, also die zweite Folge waren leider mir drei. Ja, schon? Die zweite stimmt, ja. Und dann, glaube ich, noch eine. Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. Aber ich finde es chillig wieder so. Obwohl ich alle anderen Podcast-Menschen auch sehr gern habe. Das sind meine besten Freunde. Nee, so klein, wir sind deine besten Freunde. Oh. Ja. Jetzt sind alle berührt. Und jetzt können wir direkt in die Folge starten. Nein, mit einem guten Gefühl. Weil die ganzen Gäste denken sich, wir sind nicht beste Freunde. Hey, wissen sie selber schon. Wissen sie selber. Nein, Schatz, ich habe den echt lieb. Oh Gott. What the fuck? Na, Was hast du die Woche gemacht? Ah ja, genau. Ja. Also ich, was habe ich in der Woche gemacht? Ich schwul hat wieder umgehabt. Dann ich war das erste Mal Handballtraining. Spannend. Ich habe aber nicht eingeschrieben, sondern ich bin einfach mal gegangen. Ich glaube, ich schreibe mich ein. Also hoffentlich halt. Und ich habe den größten Muskelkater aller Zeiten. Boah, heilig allem so. Und dann, na wart. Und dann, ich kann zum Beispiel, ich muss mich die ganze Zeit anstützen beim Ausstehen, weil mir die Degelenke weh. Und wenn ich ausstehe, Junge, hem krepiere ich fast. Oder wenn ich mich bucken tue, wenn mir irgendwas einfällt, dann brauche ich so 10 Sekunden, um das aufzuheben. Weil erst einmal so, scheiße, das muss ich jetzt auch heben. Dann gehe ich euch, ich tue so, oh, ich komme mir so viel wie so ein alter Mann. Du bist alt geworden. Ja, ja, ich fühle mich richtig wie so ein alter Mann. Bist du jetzt auch so vom Kopf her ein alter Professor geworden? Nein, glaube ich nicht. Okay. Leib in den Fies. Körperlich, ja. Leib in den Fies. Nein, schau, die Arme kann ja einem noch gut bewegen. Ja, das war gerade ein sehr operlicher Demonstrationsversuch, wie man seine Arme bewegen soll. Oder so wie ein NPC, aber die Diskussion haben wir schon mal gehabt. Aber dass der Max ich meine, in so Zuschauern. Sie sind die NPCs, ja, ja. Ja, aber das ist allem so, wenn man irgendeinen Sport wieder anfängt, allem die erste Stunde ist die schlimmste. Ja, aber das ist so. Noch, weil dann hat man. Überall ein Muskelkater, kann sich nicht bewegen. Der ganze Tag ist schon für die Tonne, weil einfach alles tut weh. Bei mir ist es einfach komplett anders. Bei mir ist der Muskelkater sofort danach. Echt? Sofort. Heißt so richtig. Heißt, hört so keiner. Ich tue mich bewegen und dann habe ich sofort danach im Muskelkater. Und normalerweise im nächsten Tag, wenn ich wieder ausstehe, dann passt es wieder. Huh. Meine dann nicht mal Muskelkater. Also ich fühle mich normalerweise noch so eine Stunde allem volles befreit. Ich denke mir, ja, ich habe mich endlich wieder mal bewegt seit Jahren. Und ich nachher danach so, fuck, wieso habe ich überhaupt angefangen, wieder Sport zu machen? Halt dort einfach weh. Ja, aber es war schon echt funny. Aber sie haben gesagt, das ist ja auch brutal, weil sie haben so allem so, bei der WM ist ja auch der Kunststittabteil gewesen. Und der Tom, den Tom müssen wir eigentlich auch mal einladen. Ja. Er ist ein unserer DPZ-Gruppe, der Tom, eigentlich eine super Legende. Aber er ist jetzt ein anderes Thema. Da sind halt so andere Trainer. Also man hat allem da andere Trainer. Und Sam war so ein Italiener und so ein strenger halt. Und da hast du richtig, sie haben gesagt, er ist einer der strengsten von ihnen halt. Und da musst du einfach ein mit dir, und dann ist er auch nett zu dir. Wenn du nicht mit tust, dann ist er halt nett zu dir.
Und ich habe halt volle dann halt mitgetun, weil ich wollte nicht, dass er streng zu mir ist. Und dann habe ich halt zu viel mitgetun. Zum Beispiel, wir haben so Schritte gemacht. So einen riesen Schritt nach vorne und mit dem anderen Fuß musst du bis die Knie auf den Boden berühren. Die halben haben halt nicht im Boden berührt, sondern so ein bisschen. Ich logisch derjenige, was volle zum Boden geht, dann die ganze Zeit richtig schnell mithalten will. Danach, war die, eine der ersten Übungen, ich war Sam schon brutal fertig, weil da die Oberschenkel einfach leicht wehgetun haben. Ja. So wie jede Sportstunde in der Beim Schule. Beim Einwärmen gefühlt. Sich über denen. Ja, über denen hältst du dann wieder ein anderes Thema. Hält das einfach so ultra weh. Ja. Aber. Jesus. Mein Bruder hat einmal ein Bandel gerissen gehabt. Oh, Alter, das ist auf ein Blödsinn. Aber hat er selbst reißen können, ist auch irgendwie komisch. Es ist einfach disgusting, weil nachher geht der Muskel so auf, weil das Bandel zieht es nicht mehr nach unten. Aber halt ist boah, du gibst ja so ultra rausige Gym-Videos, wie so komplett aufgepumpte Typen irgendwie etwas auch glauben und dann ist es zu schwer oder sie haben ihren Muskel zu belastet, dass der einfach so reißt und du siehst das richtig und das ist so. Was sagst so du, Alter? Ich habe das einmal gesehen und das hat mich traumatisiert. Ist alles aber bei mir kommen und wir haben so Gym Bros, die mir schreien, dass sie ins Gym gehen sollen und ich bin so, wir waren nie im Gym, ich habe Angst vor dem Gym. Ich habe Angst vor Menschen im Gym. Hey, Junge, was geht bei ihr, Alter? Du sagst so Leute, go to the fucking gym and train your biceps. Und dann scroll ich weiter und dann kommt irgendjemand, der was über Piercings redet. War Piercings und sind seine so Tattoos geil. Erklärt. Und dann kommt noch jemand, der was einfach tanzt oder so. Aber so ein Meme-Tanz macht. Und dann Alter, ja. Und dann gibt es wieder Gym Bros. Kennt es? Ja. Kennt es den einen Dude, der ist einer der bekanntesten Tattoos mache auf der ganzen Welt, so einer in Amerika. Mhm. Ich glaube, Solan Jens sogar schon mal gesagt. Mal erzählt, wenn wir einen Bozen gefahren das, sind. Genau. Ja. Das ist ein Dude, der macht so geile Tattoos. Das ist so ein Gesicht, aber so ein richtiger reales Gesicht mit so Sprays drauf, als Graffiti-Taler und das schaut so geil aus. Ich denke so, wie kann man selbst machen, weißt? Ich kann nicht einmal im Leben so etwas auf ein Blattl zeichnen. Ja. Und er muss es einfach machen und er darf doch nicht einmal löschen. Er muss so brutal genau sein und ich denke so, wie? Das ist so, das sehe ich ja auch bei Pinterest oder so Leute, was generell zeichnen. Ich denke mir einfach danach, ich bin einfach untalentiert. Ja, ist aber wirklich so zeichnen. Ja. Du schaust selbst, so von Zeichnen sehr überzeugt, oder nicht überzeugt, wie sagt man? Leicht zu beeindrucken. Ja. Ich finde Zeichnen richtig geil, aber ich kann es selber brutal nicht. Ich brauche gleich einen Schritt ins Zimmer von meiner Schwester machen und ich kann halt beim Fenster raushupfen, weil ich weiß, dass ich nicht mehr so solche magische Kräfte in meine Hände haben werde. Das ist einfach brutal. Ich meine, sie ist 12 und macht so realistische, extrem kreative, geile Bilder und dann wieder so richtig nice Animes und so. Hey, kann ich bestätigen, weil wir haben ja auch einmal ihr so gesagt, das ist richtig geil. Sie so, echt, ja, voll danke. Ja. Das ist mir eigentlich so misslungen und die so, halt bitte, ich kann nicht einmal annähernd das machen und das ist hier nicht. Ich kann nicht einmal einen großen Strich machen. Ich kann nicht einmal einen großen Strich wirklich machen. Also ich sage eigentlich eins, ich werde mir irgendwann mal eine Tätowiermaschine kaufen und so Kunstleder und mir das selber mal so wie ein selber. Boah, das ist echt geil. Ich habe mir gedacht, wenn ich wirklich null Bock mehr auf Schule habe, dann mache ich ein Praktikum. Weil du musst da keine Ausbildung machen. Du kannst einfach eine Lehre bzw. Praktikum so bei einem Tätowierladen machen. Die sagen dir das dann so wie ein. Nein, mich da informieren. und dann darfst du rein theoretisch selber als Tätowiererin arbeiten. Und mein Dad, er hat Kolleginnen, die haben zusammen ein Tattoo-Studio. Und das heißt The Pinky and the Pain. Und Sam kann die
rein theoretisch hingehen und sagen, ey, könnt ihr mir beibringen, wie man tätowiert? Und da wäre ich Tätowiererin. Na, aber hallo mir gerade in, glaube ich, recht gemacht, dass mir, es gibt so Jobs, wo du unbedingt also eine Ausbildung brauchst. Ja. Es sind so die, oder so halt Ding, dann gibt's so, wo du so 2 Monate, 3 Monate irgendwas machen musst, um das Hemd zu arbeiten, oder bei dann so einer Lehre brauchst du leider so ein paar Stunden, wo du das, die erklären dir das vier nebeneinander und dann kannst du direkt arbeiten. Okay. Ja, ich glaube, wenn man da leider so wie in die Hygiene-Sachen, wenn du selber genau. Eins aufmachst und die Hygiene-Sachen alles einhaltest, dann glaube ich, darfst du halt schon aufmachen. Und ich glaube, du musst halt davor viel üben, aber halt ist jetzt keine Regel, halt ist jetzt nicht irgendwie in irgendeinem Regelbuch festgehalten, dass du davor üben musst. Sie können dir rein theoretisch eine Tätowiermaschine in die Hand geben und du tust da so üben auf irgendeinem random Hacks. Ja, aber sonst käme halt kein Leid, wenn du einfach kacke eben. Bist. Hell. Aber, ja, aber ich habe das perfekte Konzept für ein Tattoo-Studio. Und zwar, viele Leute haben Angst, sich am Piercing stechen zu lassen oder sich tätowieren zu lassen, weil sie einfach so Schiss haben, weniger von Schmerz, als würde von der Experience. Du gehst schon das Laden rein und wasch so die, durch so die Tattoo-Grufti-Dings-Stimmung und Deko oft und so. Und dann sind es voll tätowierte Leute, die meistens total cute, liebe Menschen sein, aber sie schauen halt einschüchternd aus. Und dann denkst du, der soll mir jetzt da was drauf tätowieren. Und der denkt sicher, dass mein Design voll uncool ist und so. Und ich will uns aufmachen, das soll so volle welcoming sein, weißt, und so, angstfrei. Und da gibt's so jemand, den stelle ich dann also ihn in Samu, der halt huckt daneben und nimmt so die Hand von den Leuten und tut sie so tätscheln, die ja, Hand. Ja, eine Stunde. Und, sie tätowieren und die tun leider so tätscheln die ganze genau. Zeit. Nicht mehr. Und dann machst du da halt schon Umfang beim Aufhype. Jo, das schaffst du, das packst du. Und wenn, und wenn die Person rauskommt, dann so, ja, du hast es geschafft, da, schau, oh mein Gott. Und ich bin so, hoi, ich erklär dir jetzt, wie wir das machen. Ich mach so ASMR-Stimme, ich war so, das alles wirkt dann volles bekifft, während sie das macht. Nein, ich will auch nicht, dass sie Stress kriegen, dass ich bekifft bin, dass ich nicht gescheit tätowieren kann. Ich will einfach einen professionellen, sehr netten Eindruck machen und einfach so an auf, du bist sicher da, du bist, wenn du so aber redest, dann kriege ich auch irgendwie Angst, Alter. Du kriegst Angst? Ja, nein. Nein, creepy, so. Ja, wir haben da alles. Nein, so ich rede nicht so. Ich war einfach nett sein. Du so tust einfach, ich glaube, wenn du so bist, ist auch irgendwie komisch. Ich glaube aber, du tust einfach so normal und einfach. Weißt, ja. Aber so. Ich will nicht so gruselig wirken, wie manche tätowierte Menschen wirken. Na, ich stelle mir gerade die vor, so, ich weiß nicht, ich glaube niemand von euch zwar hat Umbrella Academy geschaut, aber du auf jeden Fall gibst den offen, der was bei der dritten oder vierten Staffel so ein Tattoo-Studio aufhat, wo leider so Biker ultra heftige mit Ultramuskeln einfach leider hocken und sich gegenseitig tätowieren. Da habe ich gerade die Saal einfach mittendrin gesehen. Der war einfach so randomly leider einfach tätowiert. Der war ein viel riesiger, viel trainierter. Na, weißt du, in die Saal wird so eine, dann sie sagt so richtig liebevoll, dann geht man so ein Jahr später eine, dann sieht man so irgendwas da so zeichnen mit so einer schwarzen Schürze, so alles voll tätowiert, so schwarze hoch und auch noch so kennt das, weißt, das Bandel, was sie in Innsbruck gekauft haben, was steht in also ja. Bandana. Ja, genau. Ja. Bandana da oben, so schwarz-weißes da oben so und dann so kommt so jemand rein, ja, hallo, ich möchte mir Tattoo stechen und dann sagt die so, jo, was willst du? Willst du ein Tattoo? Okay, ja, ja, komm gleich mit, dann nimmst du es in der Hand und schmeißt ihn auf den Schulstuhl. Und von genau der Experience haben Menschen, glaube ich, Angst. Ja. Manche, nicht alle, aber manche. Und ich will eben genau für die Menschen ein Tattoo aufmachen. Ja, irgendwann, wenn du es offen hast, dann können wir eine Podcast-Folge
aufnehmen. Genau. Aber wenn der Podcast bis Sam vielleicht dort ist, ist egal. Die Folge kommt auf jeden ja. Fall, wenn die Salo ein Tattoo-Studio aufmacht. Genau. Und meine Schwester Multi-Designs. Smart. Ja, muss ja aber du musst Zell dann auch zeichnen können und Zell live viel schwerer. Ja, weil Haut ist ja. Ja, ich muss allein noch zeichnen, ich muss lassen. Ja, noch zeichnen ist aber schon ist ja halt auch brutal. Ich schon, wenn ich das. Okay. Nein, aber sie kann brutal gut zeichnen. Ich kann ja zeichnen. Sie hat einfach in seinen Lehrer, also in seinen Kunstlehrer richtig hops genommen. weil wir haben so eine Büste. Nicht eine Büste. Wohl, eine Büste. Nein, dann meine ich was anderes. Sie hat so, wir haben da so, so alte Figurenzeichnungen gemischt mit Bleistift. Was? Büsten heißen die. Büsten? Büsten, hätte ich auch. Ah, Büsten, ja, von Wüste verstanden. So, nein, also, und dann so, hat jeder so die Hoven eindeutiges Schwerste. Sie hat sich so gedacht, scheiß mal auf die Haare, ich verpasse den einfach einmal eine Schwimmhaube. So genial. Mit Acrylfarbe auf der Bleistiftzeichnung. Und jeder hat sich so gedacht. Ich habe so ein Ding gemalt, so mit so einem pinken Strafe in der Mitte, dunkelblau auf der Seite, aber ich habe das perfekt gemacht, ich habe so Schattenschienen gemacht und so. Und das Gesicht war perfekt schattiert und alles. Und da war ich so, wenn ich jetzt nicht das noch verkacken will und wenn ich nicht 3 Stunden an der Hore arbeiten will, aber dächter schon ein cooles Bild haben will und den Gesicht nicht seine Wirkung nehmen will, so dann tue ich einfach ein Ding drauf, eine Badehaube. Und das habe ich dann getan und dann habe ich einen Zehner gekriegt dafür. Das ist gesagt, so unfair! Aber äußerst kreativ. Nein, ich finde sowas so genial. Für die Schwimmhaube habe ich aber über eine Stunde gebraucht. Ja, weil die Sache ist, jeder denkt sich, ja, jetzt tue ich einfach leider Haare randomly zeichnen. Ja. Und ich finde halt einfach langweilig. Und die haben einfach mit der Acrylfarbe draufgeklatscht. Unser Lehrer damals, da hat er den eindeutig dann eine 4 gegeben und gesagt so, ja, schon ja, kreativ, eben. Aber nicht das Thema. Das Ziel so verfehlt. Einfach so wie Deutschlehrer. Du hast gut geschrieben, aber beim Thema vorbei. Boah, ist allem so. Das wäre ja. Naja. Jan, ich denke, bei mir klebt das auf da unten. Das erinnert mich an ein Theaterstück, was wir mal aufgeführt haben. Also wir sind ja mal Korea geflogen mit dem Theater. Ja. Das war übelst geile Experience, weil es einfach so abgefuckt war. Aber das sind so Geschichten, was man eigentlich ein anderes Mal erzählen kann. Und wir haben auch so Schwimmhauben gehabt, in sein Gesicht weiß gemalt und einfach Lippenstift drauf, so ein ganz Anzug, ganz Körperanzug umgelegt, dass es ausgeschaut hat, als wäre mir nackt auf der Bühne. Und das Theater war so genial, weil das einfach so dumm und kreativ war. Und ja, das hat mir an das habe ich erinnert. Ja. Nein, was so ein geniales Theater. Was war jetzt? Romeo und Julia. Ja, genau, ja, hell war's. Du warst so. Ich kann mich genau noch erinnern. Du bist so richtig komisch miteinander gegangen. Und was hast du dann gesagt? Vielleicht, oder was? Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Jeder Charakter hat da irgendwas anderes gehabt. Oder auch die Sonja. Die ganze Zeit so die Merkel-Pose. Ja. Und die Sonja hat einfach ihr Gesichtsausdruck. Der war so genial. Ihr habt ja die Merkel gesehen. Der war einfach da die Kammerdienerin war von der Julia. Und die hat es so genial gefunden. Alter. Ja, das ganze Stickel war so genial. Es war einfach, wir haben uns in den Anfang gedacht, wir haben eigentlich kaum Bock und mit denen irgendwas Abgefucktes da machen und irgendwas Kreatives. Und dann irgendwie haben wir das Stickel irgendwie da richtig zu machen und dann haben wir das eingeschickt da und nachher sie, ja, Camp Korea. Dann haben wir uns gedacht, okay. Cool. Ich weiß noch einmal, haben wir so eine Barbie, ihr nochmal so eine Barbie-Tatte aufgeführt, sie war, glaube ich, so einer meiner ersten Jahre der BZ. Und dann haben wir das so eine Barbie-Bus gehabt, so ein Ding, und wir haben so Fußball gespielt,
Und wir haben den aus Versehen was mit dem Fußball getroffen, dass er umfliegt. Und einmal, das war Probe, einmal haben wir wirklich so viel geschossen, dass da irgendwie, irgendwas ist da wirklich hingeworden und dann haben wir irgendwie nicht mehr das spielen gekannt. Also mit der, dass wir einfach wirklich, wie nennt man das? Nicht mehr aufführen gekannt. Nicht mehr aufführen. Das war so ein Barbie-Bus halt, so ein kleiner Spielzeugbus. Und der war halt, was, wie nennt man so, so Teile eines Theaterstückels? Die, Szene. Nein, eine Szene. Na, die Gegenstände. Requisiten. Requisiten, genau. Dass wir die Requisiten einfach komplett hingemacht haben. Aber man muss sagen, der hat einige Stürze erleiden müssen, weil wir da jedes Mal mit dem Fußball dort dagegen geschossen haben. Was war denn eigentlich Enka Lieblingstheaterstückel, was es aufgeführt hat? Oder wo es mitgespielt hat? Nichts, auf jeden Fall. Ja, nichts. Also ist der hat das Stück nichts. Hey, war so genial zu spielen. Ja, das haben so enjoyed, den Maxi aufzuschlitzen. Das war auch genial, das Stück, ja. Das war echt toll. Und die haben ja, richtig so enjoyed, denk, alle schreien. Und zu schreien. Und ja, na, so gefühlt, so ins Publikum zu schauen und sagen, wenn nichts irgendwas bedeutet, dann gibt es auch nichts, worauf man wütend sein kann. Und dann sich umdrehen und voll den Maxi in die Fresse hauen. Hell on you enjoyed. Ja, aber der Text war der genial zu spielen bei den Theaterstückeln. Man hat sich ja einfach gefreut, wenn man eigentlich umgeschaut hat und es gespielt hat. Das war einfach ich war so meine und Rolle so enjoyed. Witzig und so ein geiler Vibe auf der Bühne. Ja, ich habe meine Rolle so, cool so enjoyed. Ja. Also. Aber du hast ja so geil gespielt, so richtig übertrieben, richtig nice. Ja, aber da muss man auch so übertrieben. Ja. So. Die waren einfach so komplett psychopathisch. Aber ich kann wirklich nicht sagen, was mein Lieblingstheaterstück war. Weil einfach, es waren so viele genial. Wir haben auch mal die Bücherdiebin gespielt. Er war ultra traurig. So zum Beispiel die Natalie ist dann noch hergekommen und hat geblärt, ultra und hat gesagt, es hat mich so viel gefreut, mit Enk das zu spielen. Und Hell war zum Beispiel toll, aber also wie Romy und Julia, dass die Leute einfach gelacht haben und dann gesagt haben, das Theaterstückel war eigentlich so dumm, dass sie wieder unterhalten hat. Und die haben einfach, die Geschichte verstanden. Ich habe davor die Geschichte nicht gekannt. Und da war ich so, ja, klar. Alles verstanden. Ja, na, aber Theater ist an sich einfach was Geiles. Ja, und ich muss eigentlich so, obwohl das von letztes Jahr die Haus der Treppen, war auch genial. Boah, Hell war so Treppen, geil. Hell genial gefunden. Hell du hast auch richtig geil gespielt. Du bist richtig in der Rolle aufgegangen. Ja, das war so genial, weil wir haben das nachher, einfach so mit Treppen und mit den so Vorhängen so ein geiles und Ding. Und nachher beim Supperlot, wir waren da, wir haben 2 Stunden Vorbereitungszeit gehabt, dann haben wir uns gedacht, fuck, wir haben keine Treppen mehr. Also wir haben eine gehabt, aber der Rest war irgendwie, hat nicht gepasst. Dann haben wir gesagt, okay, wir streichen einfach die Treppen. Und dann haben wir uns gedacht, scheiße, wir können die Vorhänge auch nicht mehr aufbauen. Dann haben wir uns gedacht, lass mir auch weg. Und nachher, das Forum ist ja viel größer wie bei uns im DPZ-Dings. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, fuck, wir müssen den Raum irgendwie voll füllen. Und wir haben da nachher so viel umdisponiert. Das war danach ein ganz anderes Theater mit einem ganz anderen Spielerlebnis. Ja. Das war so geil. Das mit in was der David, der Dave. Ich weiß nicht, ob man seine Rolle so verstanden hat. So erschrocken, wenn es das beim DPZ aufging, weil was in der Mitte war so ich weiß nicht, wer neben mir geguckt ist, aber irgendjemand ist halt neben mir geguckt. Und so warst du, Dave ist da schon brutal gestanden, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und dann schaue ich da so, man, auf einmal sieht ihn Dave, ich tue so aufschrecken, dann so, hey, was hast du denn? Da war gerade nichts, weißt du, ich habe normal geredet, weißt du. Leider Dave, aber ich habe ihn so mittendrin gefunden und dann habe ich mich richtig erschrocken, wie der einfach da so gestanden ist. Yeah. Ich denke so, yo. Und das finde ich so genial, so, das,
Plötzliche. Deswegen, ich finde, mir bei Bücherdieben sind wir die Magda, die was einfach im Publikum gestanden ist und dann randomly geredet hat. Die Leute haben sich so viel erschrocken, weil einfach die Magda hat so irgendwie so eine Maske aufgehabt und dann auf einmal kommt sie daher und redet irgendwas über den Tod. Und ich finde solche Sachen einfach genial, einfach so das Plötzliche und die das, was die Leute einfach nicht erfahren, nicht erwarten und dann einfach auf einmal ist einfach komplett was Randomhaftes da, was aber trotzdem zum Stickel volles gut passt, wenn man es im Ganzen anschaut. Ja. Jetzt fällt mir ein, also Ian, wir waren ja in der Woche, ne? Ich habe in der Woche Seven vs. Y geschaut. Wohl war. Das war ein krasser Bruch, aber ja, ich habe sehr lange geschaut. Ja, haben wir alle geschaut, ja. Wir also, sollten eigentlich nicht zusammenschauen und darüber philosophieren. Das stimmt. Also ja. Ganz kurz. Ich habe heute die Hälfte geschaut, schon oben, die Hälfte von der zweiten Folge und dann die erste Folge auch nicht. Ich habe die Hälfte, also 30 Minuten gestern geschaut und heute noch ein bisschen. Auf Nacht werde ich mir noch den Rest gönnen. Aber das ist so genial. Und besonders die ganzen Leute, was du mit dir nicht denkst, so, oh mein Gott, ist das geil. Boah, der Qualitätsunterschied zwischen erster Staffel und zweiter, dass sie da mit dem Helikopter da hergeflogen sind. Und das war einfach... Es ist einfach... Einfach Netflix-Serie. Ja, ist auch wirklich so. Und das und auf YouTube einfach gratis. Jeder Mensch auf der Welt darf das schauen. Ja, und dann so... entschuldigt sich so. Ja, da kommt so 30-sekündige Werbung bei jeder Folge. Ja, man mit Genuss habe ich mir den gegönnt. Ja, ich war so, ja, geiles Getränk. Gut gemacht, ich werde mir es nicht kaufen. Aber trotzdem du eine Werbung geil. Nicht. Ja. Ich gönn's dir. Und dann auch noch auf einmal das Lied, wenn sie mit dem Helikopter geflogen sind. Oh, Seven vs. Wild. Digga, ihr habt so Gänsehaut gekriegt, Alter. Und dann hupfen die von einem fucking Helikopter aus. Und dann ist es auch so richtig episch. So, wie der Knossi aber noch auch dabei war. Und als erstes so aus dem Helikopter ausgeschrieben ist. Und zwar stirbt. Aber das war volles Hoch. Bei ihm war es am Herbst. Ja. Und dann sind sie irgendwie ordentlich. Nein, und dann so... Ich einfach so, wie so, was? Ich? Ich dachte erst da drüben und dann kommt wieder der Jens Knossi Knossala. Bei den Vorstellungen. Die haben so gedacht, Alter, ist das geil. Und der Dude, da was sie sagt, der hat so eine geile Stimme. Okay, Moment. Es checkt jetzt wahrscheinlich, viele von euch checken wahrscheinlich, um was es geht, aber viele von euch wahrscheinlich auch nicht. Ich erkläre ein kurzes Konzept hinter Sam vs. Wild. Dann können wir weiter gehypt drüber sein, wie cool das ist. Und zwar, es gibt so einen Guy, ein YouTuber, aber so Survival-YouTuber, der baut sich so heißer im Wald und so. Der macht so crazy Survival-Shit. Martin. Er hat das fette Heiße gebaut. Aber er hat auch so zwei, drei Heiße irgendwie. Ja, der Dings. Der Fritz Meinecke. So Radeltouren macht. Ja, genau. Ja. Und der hat letztes Jahr so ein Projekt gestartet auf YouTube, wo er so 7 Kandidaten auswählt, die was sich dann entscheiden können, ob sie mit ihm wollen oder nicht, die was für 7 Tage in die Wildnis müssen, alleine, und gleich 7 Gegenstände mitnehmen dürfen dorthin. Und im ersten Jahr war das so in Schweden, in einem Wald. Sie haben sich so Sachen mitgenommen wie Hängematten, ein Tape, Messer und so weiter. Aber heuer ist die zweite Staffel rausgekommen und es ist noch ein ganz anderes Level. Und zwar, heuer ist man nicht mehr in einem chilligen Wald in Schweden, sondern im Dschungel in Panama auf einer Insel. Und es sind da alle ein paar YouTuber dabei und heuer sind es einfach der Knossi und eine, die... Soll ich aufzählen? Ja, die er erzählt Nova, gleich auf, aber warte einen Moment. Also, ich erzähle nur, wie es kurz einfach. Aber heuer haben sich die
Leute aussuchen gedacht, wie viele Gegenstände sie mitnehmen wollen. Also nein, das war nein, so, ja, das war so eine Selbsteinschätzung. Sein, ja. Moment, lass es mir erklären. Nein, nein, aber sie haben kurz ein Einspruch. Sie haben das sie haben sich nicht selber gerankt. Sie haben sich eben nicht selber gerankt. Sie haben sich selber eingeschätzt, wie viele, mit wie vielen Gegenstände können sie überleben, warum sie sich so selber so reflektiert, wie sie das schaffen. Und manche haben 7 Gegenstände mit, manche, wie der Fritz Meinecke, bei Orns, am Messer. Am Machete. Am Machete. Und ja, sie müssen halt versuchen, so lange wie möglich im Dschungel zu überleben. 7 Tage. Ja, ja, halt innerhalb von 7 Tage. Eigentlich sind es 7,5. Weil der erste Tag wird nicht dazu gezählt, wo sie... Nein, der letzte Tag wird nicht dazu gezählt. Okay. Weil also sie starten allem so, also bei den Schweden war es so, sie seien so um 4 aufgestanden oder um 5, dann seien sie mit der Boot gefahren und dann seien sie so ausgesetzt worden und sie haben nicht alle zusammen, sondern jeder einzeln vom Boot hat da gemessen anspringen. Und was du nicht erwähnt hast, du gibst so Tageschallenges. Und die Tageschallenges zum Beispiel, da steht, baue eine Fackel und wer die längste Fackel hat, kriegt am meisten Punkte. Der, was am längsten brennt. Ja, genau. Und ganz am Schluss halt der Gewinner kriegt halt ein Preisgeld, so 10.000, glaube ich, sein das so circa. Yes, also so. Schon ein hoher Ding. Also der, was das Letzte übrig bleibt, aber wenn mehrere übrig bleiben, dann werden halt da die Punkte mit einbezogen, die, was sie bei jeder Challenge gewinnen. Ja, aber nein, ich glaube, es war live für die Punkte abgesehen. Es war da nie ein Last Man Standing Ding. Darum sie am Anfang. Klar, ich meine, wenn du am zweiten Tag ausscheidest, dann kannst du auch nicht alle. Ja, logisch. Aber, da haben sie gemeint, dass bei der ersten Staffel so 6 Leute überleben. Jeder. Und dann sein Homelight 3 überlebt. Ja. Und deswegen... Überlebt, als war Rappen ja, die anderen gestorben. Halt, sie haben halt aufgegeben. Und ich habe mal die ganze Zeit gedacht, die Leute, die einfach schon wieder den gleichen Fehler machen, sie dienen einfach die Psyche unterschätzen. Ja. Mhm. Ich glaube, Sam hat das nicht überleben, weil einfach mit Leid einmal kurz in Tag mal reden, das braucht man. Ja. Und man wird da von niemand bestätigt, man ist wirklich allein mit sich selber da. Und jede Entscheidung, die man treffen muss, oder du musst krasse Entscheidungen treffen, musst du alleine treffen. Mhm. Du kannst niemand um Rat fragen, du kannst auch nicht irgendwie so mit irgendjemand einfach gleich sagen, ich hätte gern eine Finchkelle und dann gibt er da eine Finchkelle und dann gibst du das Geld und dann ist vorbei. Hey, gibt's nicht. Und du checkst gar nicht, wie abhängig du von solchen mini kleinen Begegnungen stimmt, bist. Ja. Weil bei in Schweden haben die dann alle umgekippt zu rären. Und das sind halt so geguckt, was ich möchte so gerne meine Liebsten aufnehmen. Ja, und leider, weil sie einsam sind. Das, die haben einfach so mit der Einsamkeit gestruggelt. Und die haben so gesagt, scheiße, was passiert da mit denen? Und da war so, ich stelle mal die Personen vor, was da dabei sein. Also du also hast jetzt bei der neuen Staffel. Bei der neuen Staffel. Bei Leuten kann ich mal aufzählen. Also da ist der Fritz Meinecke, logisch. Dann, ich gehe noch Gegenstände. Der Fritz Meinecke, ein Gegenstand, heißt die Machete. Der Otto, heißt mein Favorite bisher. Hell ist krass. Wenn ich auf jemanden setzen tät, dann war es um 100% der Otto, weil er ist so Ex-Soldat und er hat so brutal viele Survival. So gemacht. Nur mal kurz zu sagen, ich habe mir das Video von ihm angeschaut, wo er sich selber erklärt hat. Und dann hat er so irgendwie gesagt, ja, das sind so... da ist irgendwie so ein Camp für ausbildende Soldaten, aber so Chefsoldaten, so Elite-Soldaten. Mhm. Und das hat er gemacht. Und das war volles krass. Da hat er erzählt, die haben gemäß mehrere Tage im Wald überleben, dann weglaufen vor Fänger. Und nachher in die letzten 2 Tage oder so haben die gemäß so Verhöre waren da. Und
das zu überleben und der Psyche da so, das mit, der Typ ist krass, der ist ja schiech. Ich verstehe das nicht. Der wird sicher auch nicht weinen. Der na, wird, na, der wird. Der weiß nicht mal, wie man weinen schreit. De, na, was? Der wird sich manchmal zu so denken, ich bin so traurig, ich dachte, er weinen, aber er kann nicht weinen. Na, was? Er denkt nicht einmal da. Na, er denkt nicht, er ist ein Viech. Na, darf ich mal ganz kurz sagen, was alle, bei allen waren so, bei allen waren so, boah, scheiße, ich will wieder zurück, bei, er war so einfach, er ist zweimal reingekommen, glaube ich. Einmal hat er gesagt, ich möchte erstmal wissen, wie es den anderen geht, und der, beim nächsten Mal sagt er, welcome to the jungle, und die haben so gedacht, alle weinen umeinander, der eine tanzt da so halbnackt umeinander und sucht sich so Brennholz. Alter, ich hab so lachen gewesen, also er ist so ein, er wird, glaube ich, um 100% gewinnen, weil der Fritz auch ganz zum Schluss gesagt hat, er hat einfach keinen Bock. Und Ich hasse es gerade. Ja, und ich find's nicht geil. So, die Sache ist, ich glaube, Bärde werden, ich glaube, das wird der Kopf an Kopf rennen, weil der eine hat in Schweden so rasiert. Aber sowas von. Ja, stimmt. Ja, aber allein wegen der Fackel, Schweden-Fackel. Keine Ahnung. Na, aber was, nein, also, was, weil, ganz kurz, man hat doch Fackeln gekannt, Bauden. Und ein Schwedenfeuer ist ein Baumstamm, was durch vier geteilt wird, und dazwischen ist so Stroh und Birkenrinde. Ja, alles, was brutal gut brennen kann. Und dann zündest du das um und das geht brutal lang und das hat so eine Stunde gedauert, bis es erst aus ist und zählst halt dann brutal OP gewesen, deswegen hat er ein Haus auch gewonnen. Und dann halt, also, es ist so, ist jetzt auf das Meinige, der Otto, dann kommt der Sascha, er hat vier Gegenstände. Der Sascha ist so richtig der Fitness. Aber ich glaube, er ist so ein österreichischer, aufgepumpter Typ, der war so, ja, da sind total viele Krokodile. Ich sag's dir, das Gewässer, Mangroven. Reptilien. Bist du deppert? Ja, genau. Wenn du einen Stein reinwirfst, musst immer aufpassen. Da können immer Krokodile sein. Das kann über einen Monat ohne Essen auskommen. Das wartet auf Beute. Wenn das die erblickt, dann... Du kannst auch nicht mehr rennen. Ja, so das rennt dir nach. Na, ja. Sag mal, ich kämpfe jede Minute mit mir selber. Gegen meinen Körper. Herr Sacker, wirklich. Herr Sacker halt. Ich kämpfe jede Minute. Na, so richtig, halber Splayer, so. Ich kämpfe jede Minute gegen mich selber. Gegen meinen Körper. Gegen meinen Bizeps. Der braucht so viel Energie. Scheiße, ich kann nicht mehr. Digga, das ist so geil. Alter, was? Ich krieg nur die Nova spielen. Nein, also wirklich. Nicht mehr. Ich werde jetzt so gern meine Liebsten in den Arm nehmen. Hälschi Sabrina, aber egal. Ich will noch was zu ihm sagen. Okay, ich glaube, er wird ultra hungern, weil so viele Muskeln... Das braucht ja Energie. Von wo wir dienen sein Fitnesskörper, ja, der so viel Kalorien braucht. Muskeln bauen sich dann auch zu Proteine und zellig wert halt dann sein. Muskeln dienen sich sehr schnell. Ich glaube, der wird nicht von Kokosnüsse überleben. Nö. Der muss fischen und irgendein so ein wildes Huhn jagen. Okay. Als ob ein Huhn durch den Dschungel läuft. Nein, logisch nicht. Vielleicht Magie. Das ist ironisch gemeint. Magic. Oder er ist einfach ein Krokodil. Also dann, ich weiß nicht mehr genau die Gegenstände, aber halt dann kommt, glaube ich, die Nova und die Sabrina, die haben, glaube ich, gleich viele Gegenstände. Es sind so vier, glaube ich, ja, oder fünf. Die Nova ist so eine Streamerin. Aber Sel hat so 15 Jahre christliches Pfadfinder gemacht. Hell ist brutaler schwarz Pfadfinder. Hell ist einfach... gar keine, christlich heißt das, gar keine elektronischen Geräte, keine brutal Ausrüstung, was sie
viel weiterbringt, sondern du musst dein Zelt selber bauen, selber Mierräumen gemistieren. Ich will einmal sagen, ich und der Maxl sein Pfadfinder. Ah ja, genau! Und du bist ja gekommen. Wir sind so ein Lager gehabt, wo wir mit so Planen so heiße oder so Unterschlupfe, ja, Unterschlupfe machen mit haben. Und das war allem ultra scuffed, einfach im Wald zu liegen und nachher es war einfach disgusting. Wir haben und nachher, da hat es mal ein Sommerlager gegeben. Sam hat, da ist so ein Typ gewesen, der war jetzt nicht so viel schlau war, der hat einfach hinter dem Zelt hingebieselt. Und es ist bei den jüngeren Leuten einfach eingelaufen. Aber die Sache ist, Pfadfinder war eben genial, weil es einfach, jeder hat sich gedacht, ist eh Müll, da jetzt draußen zu schlafen. Wir versuchen, da das Beste zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Sam meine besten Erlebnisse gehabt. Stimmt. Weil es einfach, es war gafft und jeder war schon, wir werden eh alle sterben. Nein, weil was, du hast so in der Mitte. Wir haben so brutal frühes Feueralm umgezündet. Und dann irgendwann welche Leute rennen und springen über die Feuerschüssel, während da das Feuer drin ist. Jonah. Ja. Und die haben so lachen gewesen. Und das war so geil. Jetzt nochmal kurz zu sagen, wir haben es im allem Überfall gehabt. Wir haben bei Sommerlager allem eine Fahne gehabt und die haben uns aufgehängt und die haben wir allem bewachen gemäß. Und das letzte Jahr, wo ich Sam dabei war, sind wir eure Hilfsleiter und es war so genial. Wir haben Überfall geplant und nachher gehen wir so ganz langsam da drüben hin und nachher da waren die Kinder so beim Lagerfeuer und nachher haben wir uns wirklich genommen, so beim Mund einfach im Wald gezerrt, einfach gegen einen Baum gestrotzt. Ultra, ich glaube da Moritz oder ja, Maurice ja, hat er ja, geheißen. Ja. Und nachher, wir haben den im Wald einfach mittelt irgendwo in der Pampa einfach gegen einen Baum gescotcht und versucht, die Fahne zu stehlen. Wir haben sie fast stehlen gekannt, aber mein Problem war, ich bin da irgendwann nochmal gelegen mit ganz vielen Kindern irgendwie auf meinem Buckel drauf, die was gewählt haben, dass ich nicht weiterlaufen kann. Und irgendwie, ich habe da so Bandel oder irgendwas von der Fahne nur um meinen Hals gehabt. Ich habe mir so gedacht, so, fuck, jetzt stirbe ich, weil irgendein Kind dazu drucken wird und ich bin dort. Aber na, der Erlebnis, Überfäller zu sein, ist so genial. Ja, aber und auch so wenn geil. du genau in dem Moment, weil, weißt du, gibt's einmal Nachtwache, was so bis 3 oder 2 muss aufbleiben. Um zu schauen, dass keine Überfälle kommen. Und dann so, kommen, ich war einmal Nachtwache, wenn die Überfälle kommen sein. Das ist auch so genial. Und das ist so geil, weil auf einmal hörst du so Steps, und dann, auf einmal hörst du jemand rennen und jemand schreien hinter dir, und der ist so, Alter, Leute, und dann schreist du Überfall! Überfall! Ja, weil die Sache ist, du bist volles übermiedet, du schaust Schleimer in die Glut ein, du denkst dir, fuck, ich hasse mein Leben. Und dann auf einmal volles Wach, volles Adrenalin, und nachher schreist Schleimer um dein Leben, laufst umeinander, versuchst andere zu wecken, und nachher laufst du hinter die Überfaller her und versuchst drauf zu springen und sie irgendwie auf den Boden zu ja, ja. Oder, oh Gott, oder das so crazy. Geil. Nein, also ich war normal Nachtwache, hell war Pain. Es hat brutal geregnet und wir waren da so unter so ein Dachel, aber es hat trotzdem ein bisschen einer geregnet. Wir haben logisch Dinge müssen machen, Ding, weil wie heißt's? Nachtwache. Und dann war so Pain, ich war am nächsten Tag einfach sowas von gefokiert, aber so richtig. Und das war so geil insgesamt, also wirklich. Okay. Die Erlebnisse waren echt. Genug von den Pfadfinder-Erlebnissen. Die Nova war Pfadfinderin. Genau, 15 Jahre Pfadfinder, genau. Genau, einfach. Und dann so, ja, halt die Sabrina Outdoor. Hat so Outdoor-Channel. Ich glaube, der ist einfach volles Untergangen bei mir. Irgendwie, der hat ihn nicht wirklich wahrgenommen. Die Hel hat sich ein Stück Wald gekauft. Ja, stimmt. Hel kann mich noch erinnern, ja. Hel ist crazy. Der ist so irgendwie so...
Aber mein Arbo bauen. Na, aber so aus Holz, dass er das bauen und so richtig geil und comfy machen. Mhm. Aber alles ein anderes Thema. Na, so tropische Pflanzen einstellen. Ja. Nein, ich finde es so ein bisschen zurückhaltend. Ja, und ja, sie braucht. Wie sie probiert, einen Shelter zu bauen, das triggert mich. Sie hat so null Plan, sie geht so umeinander, trinkt von einem Fluss raus, einfach so, das ja, musst du halt einfach die filtern und aufpassen. Na, das in die Tropen, da kriegst du sofort Dünnschiss. Das musst, ja eben, du musst das eigentlich über Feuer zuerst erhitzen. Ja, Junge. Oder von den UV-Strahlen desinfizieren lassen. Oder du hast ja Filterflaschen mitgenommen, wie oder, zum Beispiel ja. die Nova und der Knossi. Aber hat da nicht jeder gekannt, den weil na, wegen begrenzt die halt. Ja. Ja. Na, genau. Und die Hell verstehe ich oft einmal nicht ihre Entscheidungen, die sie trifft. Ja, sie will halt da ein Bungalow bauen. Ja. Weil sie hat so ein Messer, eine Säge und, glaube ich, nur sie hat ein Messer und eine Säge mit. Ja, ein Messer, so eine Säge, Paracord. Sie hat drei Gegenstände Leihwing-Bauden schon verwendet. Sie hat sie ein Paracord? Nein, sie hat kein Paracord. Wohl, weil sie hat so gesagt, ja, meine Seile halten nicht. Ist das bescheuert? Nein, jetzt rede ich auch immer wieder gleiche. Sie sucht halt auf dem... Da ist voll viel Müll auf den Strand. Was ja, das ist echt traurig. Das ist echt traurig. Aber halt in dem Moment ist es brutal von Nutzen. Und die weil es ist halt dort so alle zusammen. Und ihre Säule brechen halt die ganze Zeit, während sie versucht, das... Ich find's so witzig, weil ich in die zweite Folge die halt live bis zur Hälfte geschaut. Und ich find's so witzig, wie alle den Stuff looten, wie so in einem Game, wie so, Tribute vom Barnum, so in der Mitte, ist ja, ein Haufen die, die Nova hat zwei verschiedene Flipflops gefunden. Hello, haben alle getan. Und zwei Leute haben einen Ball gefunden und beide haben sich so gefreut wie über nichts anderes. Sie war so, oh mein Gott, ein Ball! Ja, aber weißt du, das war so lustig. Brainout. Und dann hat sie auch noch den Helm gefunden. Hell ist ultra geschickt. Ja, weil das sind überall Kokosnussbäume. Hä, war der eine Dude. Nein, kennt das nicht, den Ding. Weil du war, der beim Knossis Angelcamp war, hat so ein Dude einmal besucht, der da ist, der war auch im Dschungel. Er ist mit seinem Kollegen, Sam gewesen. Und Sam war, ist ab Baum auf ihn drauf geflogen. Und das war so eine richtig fette, tiefe Wunde. Und er hat dich selber gemisst nennen und der hat ihn sein Leben gerettet, Alter. Das ist schon krass, ja. Alter, der war so ein Dude, Alter, was. Na, aber, schnell weiter. Ja, nix. Jetzt kommt der Knossi. Jetzt kommt der Knossi, ja. Der Knossi. Nein. Wir haben ihn geil. Justus. Nein, nicht Justus. Joris. Also der Seven vs. Wildcard Gewinner. Ja. Da hat es, glaube ich, einfach so eine Auslosung, oder? Ja, da haben die Leute einschicken gekannt. Leute mit YouTube-Kanälen, glaube ich, I guess. Und nachher Sam war eine Abstimmung und er hat einfach gewonnen. Und das ist so ein Biologe, der kennt sich voll aus. Nein, der hat so einfach, der hat so eine halbe Frucht angefüllt, war so, das ist diese Frucht, die wächst wahrscheinlich da oben, die hole ich mir. Alter, ja. Nein, er ist, ich finde ihn richtig geil. Er hat richtig viel, er ist richtig motiviert. Und der ist ultra sympathisch, der ist echt sympathisch. Dann kommt der Knossi. Also, Darf ich das vorab nehmen? Er hat Zigaretten genommen und ich finde das irgendwie so sympathisch. Funny. Ja. Funny. Ja, ja. Na, aber er ist ja ein brutaler Raucher. Und ich glaube, dann auch noch mit der Psyche, dass du kein Nikotin mehr zu dir nehmen kannst, obwohl du so ein halbes Backtel am Tag rauchen tust. Hell ist schon dann. Ja, ich glaube, für ihn war der Entzug einfach das Schlimmste gewesen, wenn er keine Zigaretten mit hätte. Ja, er hat einfach 7 Zigaretten als Gegenstand noch. Er ist
ich glaube, für ihn relativ wenig. Ja, ja, täglich auch nicht. Hell ist jetzt. Aber ich finde den Typ irgendwie genial, wenn er so, keine Ahnung, Fernsehsache moderiert. Boah, oder ist so, so geil. Er ist ein guter Unterhalter, aber ich glaube, er ist einfach kein guter Survival-Mensch. Nein, ich glaube, er kann schon beißen. Also nicht so beißen, sondern er kann durchziehen. Also, wenn ich setzen mir sagt, weil wir haben ja jetzt alle durch. Also, der Knossi kann alles, er hat 7 Gegenstände, oder halt mit. Wenn ich setzen mir satt, war es um 100% der Otto. Wenn ja, ich klar. Dann, wenn ich jemand entscheiden tät, wer gewinnt, dann tät den Knossi nehmen. Weil er ist aber so witzig. Ich tät den Nova nehmen. Wenn jemand gewinnen darf, hat, wenn ich es dann einfach entscheiden darf, dann war sie Nova. Ich glaube, halt war so nice, wenn sie alle Tage durchziehen hat und niemand hat so denken von ihr. Und dann kommt sie einfach zurück, ist in ihren random Stream wieder komplett normal und war so, ja, irgendwo 7 Tage im Dschungel überlebt, aber let's watch on TikTok with Rezo. Ich kann mir so sie vorstellen, sie tut einfach einen Computer bauen, irgendwie aus den Sachen, was sie da. Sie hat ja so einen halben Drucker gefunden. Ja, oh mein Gott, sie hat Druckertinten gefunden und dann denke ich mir auch so, was hat die Menschheit gemacht, dass Druckertinten durchs Meer fließen? Ja, da ist wirklich ein echter Teppich voller Müll und auf dem Wasser, was einfach. Der eine, der Joris, der hat so ein Puppentelefon gefunden, also halt ein Puppenkopf mit drunter und so ein Telefon zu machen. So random. Ultra gruselig. Na, aber was sieht es, oder ich, wenn ich, boah, wenn ich ja Teilnehmer war, Alter, ich war so motiviert. Was solltest du mitnehmen? Boah, hell, also, wie viele Gegenstände darf ich haben? Maximal 7. 7, ja. Okay. Nein, ich tät's nicht. Ich tät 5 mitnehmen, sag ich so, wie es ist. Hängematte. Aber Moment, was machen wir für, seien wir auf der Dschungelinsel, seien wir in Schweden, seien wir, Dschungelinsel. Okay, was wir auf der Dschungelinsel mitnehmen. Also, ich tät, Hängematte, Machete, Feuerstahl, dann, also, ich habe jetzt selbst zum Pennen, dann tät ich, ich tät noch Wasserfilter. Und, weil dann kann ich so Sachen auch Wasser transportieren. Und was ist denn dann noch ein Mast? Also, ich tät für meinen Punkt auf jeden Fall auch Machete nehmen, weil ja. Du kannst Sachen aufschneiden, ja. Du kannst Bäume fällen, du kannst einfach alles damit gehen. Du kannst ja Kokosnuss aufknacken. Deswegen verstehe ich nicht, dass du eine Machete und eine Säge mitnimmst, aber. Weil du halt viel bauen willst. You want. Ja. Und nachher, Wasserfilter ist einfach wichtig und ich habe auch keinen Bock. Der Typ hat, der was ein Messer und eine Säge mit hat, hat keinen Wasserfilter mit. Heißt so, ich habe mir auch gedacht, hätte ich einfach so dumm. Auf jeden Fall nachher Wasserfilter, das hätte ich auch noch mitnehmen. Dann, ich dachte, keine Hängematte mitnehmen. Wieso? Ich habe mir kurz gedacht, nicht Biwaksack. Wohl. Na. Du hast nicht das Video gesehen. Du wärst im Dschungel 40 Grad drin, Hoas. Ja. Wobei, ich nimm mal fein. Gegen Insekten und so. Hella. Ja, logisch, aber trotzdem, du das musst. Was zu eines. Aber obwohl, es gibt so Hängematten, die kannst du wirklich so zu machen. Ja, eben. True. Dings. So eine Hängematte, hell war vielleicht voll. Vielleicht hell kennt man sich das, was überlegen. Oben drüber so ein Netz hat oder so. Ja. Hell war ultra chill. Ich tät da noch, Barakord. Barakord. Da tät die auch mitnehmen, wie du Max gesagt okay, hat. Okay, du tätst Barakord mitnehmen, auf die Insel. Ich glaube, da findest du. Ja, okay, tschu. Der Meinecke hat sogar gesagt, haha, die zwei haben aber einen Barcode mitgenommen und ich finde da ultra viele geile Säuler. Ja. Ihr hättet auch gesagt, weil du findest auch so Fischernetze und du so. Du findest irgendwie. So Angelhocken. Ja, tschu. Ihr hättet geschummelt und ihr hättet einen Ohrring mitgenommen, der was so einen Haken hätte. Und aus dem hättet ihr ihn so umgebaut. Die Tipp hat wirklich ein ganzes Ohr voller Ohrringe. Ich finde hell hätte sie denen so Ohr legen lassen. Ich finde es hell irgendwie. Was denn hat er? Okay. Hast du alle deine Gegenstände aufgezählt? Ich glaube, ich habe eins übersprungen und gelassen, aber hell ist gleich. Okay.
Dann, meine Gegenstände warten. Eine Hängematte, ich dachte in der Hängematte schlafen. Ohne was man dazu machen kann, weil ich hätte einfach Schiss, auf dem Boden zu liegen. Weil du weißt nicht, du siehst zwar ein bisschen so Trampelpfade, wenn du Tiere vorbeigehen, aber du bist dann nie sicher, kommt da jetzt ein Tier vorbei, was einfach gerade auf Jagd ist. Und dann liegst du halt auf dem Boden in deinem Biwaksack. Und halt will er dir ganz, nicht. Ganz kurz, Lei. Ah. Ich hätte, ja, nicht so, ich hätte als Ding, Hängematte inklusive Moskitonetz. Ja. Ja, ja, ich dachte, so eine Hängematte, die du zusippen kannst, nehmen. Hey, gibt's ja. Ja, aber halt sind zwei Gegenstände, letzter Fall. Na, wenn das ja eine Hängematte ist. Die was das eingebaut. Ja, aber halt darfst du aber nicht benutzen. Safe. Sind, na, eben, halt war ja allem. Also, du darfst Hängematten ohne Seerler, die Hängematte darf keine Seerler haben, sondern musst Seerler eben fänden. Und die Hängematte darf kein Moskitonetz haben. Ha. Huh. Okay. Hell bringt gar nicht eine andere Perspektive. Ja, ist dann wie ein Beschissen, ja. Okay, dann nehme ich Hängematte am Schluss und denke mal, was ich nur für Gegenstände habe. Also, ich nehme mal Feuerstahl mit. Dann nehme ich eine Machete mit, auf jeden Fall. Hell ist das Wichtigste eigentlich. Dann, ja, ganz ehrlich. Da fick dein Kopf mit dir, wenn du 7 Tage alleine bist. Ich tat mir irgendetwas nehmen, ein Buch, na, aber halt Kreuzworträtsel oder so. Einfach dein Handy mitnehmen. Darfst du nicht. Halt darf man nicht. Nein. Du hast ja die Liste da gehabt. Du darfst leider die Sachen mitnehmen. Du darfst nicht. Nein, darfst du nicht. Fuck, Alter. Alles schlimm. Sonst hat er die Salo einfach den ganzen Tag wieder das gleiche Buch lesen. Ich tat Kreuzworträtsel mitnehmen. Das war geil, ja. Damit mein Kopf fit bleibt, weil sonst wärst du ja verrückt. Ja. Okay, dann jetzt auf wirklich Last Arrival Sachen. Ein Wasserfilter, ein Feuerstahl, eine Hängematte, ein Moskitonetz, eine Machete. 5 Gegenstände. 5 Gegenstände. Ja, und halt beiden, also Hängematte mit Moskitonetz sind halt zwei, aber bei der Machete darfst du auch ein Ding. Mit so einer Spitze darf man halt. Was? Weil da gibt es ja so Macheten, die wissen wirklich so, du darfst jedes aufmessen. Und nachher da die Spitze halt ist genau. Ja, halt darfst du ja, halt so ein Ding, wie so nennt man die? Scheide. Genau. Das meine Dings, ja. Da denkst du wieder dieselbe pervers. Dieselbe. Aber der Benni hat da angefangen, ich habe ihn einfach so in den Hintergrund lachen gehört. Und das war einfach so. Das war jetzt ein Moment. Ich habe mir gedacht, ich sei mir reif genug, dass ich Scheide sagen kann, ohne dass irgendwer jemand der sagt. Und dann hat er zu meinen Dings. Scheiße, reif bin ich wieder verloren. Also, okay, ich habe im Moment gekillt, das tut mir leid. Zu meinen ich Dings. Ich bin stolz, dass jetzt niemand lacht. Und alle kommen so, zu meinen Dings. Ich habe mir gedacht, will ich jetzt lachen? Nein, ich bin erwachsen, ich lache nicht. Dann haben wir gedacht, so, ach, jeder lacht, scheiß drauf, ich lache einfach mit. Ah, oh mein Gott. okay, jetzt Fazit, was erwarten wir uns von der Serie? Wer glaubt, es ist am letzten Tag noch da? Fritz, weil der Heil kann nicht verlieren. Na, ganz kurz, der Fritz. Und der erwachsene Woche im Wald, in so einem Urwald. Ja, eben. Aber nee, ich sag so, es wird der Fritz, Otto, Sascha und... Sascha glaube ich nicht. Wo ist Sascha um 100%? Der Sascha um 100%. Na, ganz sicher nicht. Weißt du so? Warum? Der Sascha kann sowas von brutal durchziehen. Wir ziehen durch. Weil keine Angst vor dem Krokodil. Keine Angst vor den Schlangen. Keine Angst vor giftigen Früchten. Und der Schweizer. Wir schaffen das. Hellischen. Na, Österreicher, du Lappen. Entschuldigung, my bad. Ja. Großer Unterschied. Und die einen sind reich und die anderen sind auch reich, aber egal. Sie sagt, Österreich. Ja, mir ist die Salo brutal halbreich sein. Ah, nein, sie ist ja auch einfach so lange. Und Südtirolerin auch Südtiroler, ja. Ja, also nein. Also ich hoffe halt, dass auch noch eine weitere Person, also ich hoffe, dass alle überleben.
überleben halt. Alle ja, logisch. Hallo, hoffe ich schon auch. Aber ich hoffe halt, dass alle durchkommen. Aber ich glaube, er wird sicher nicht sein. Ich glaube sogar vielleicht nur der Joris. Ja. Und vielleicht entweder Nova oder Sabrina? Ich will lieber, dass die Nova dort war, hell ist sympathischer. Nova, ja. Aber und die Nova, die hell hat da irgendwie so einen Kampfgeist, kommt mir vor. Die hell hat so eine positive Energie, das ist so einfach so, sie sagt so, so, jetzt suche ich mir mal ein paar geile Sachen auf dem Strand zusammen, da suche ich mal einen Ort, wo wir schlafen können. Dann schaue ich, ob da Kokosnüsse sein, das ist richtig so, sie ist richtig so motiviert, das ist richtig happy denen, auf ja. der nicen Insel zu sein. Nice Insel. Mit ja, und nice. Wie ihr auch so lachen wir es, wenn die Nova einmal gesagt hat, da drüben sind ein paar Nüsse und die will diese Frau. Und die anderen sind so gedacht, da bitte. Ja, es ist einfach genial. Und sie kann auch die Leute unterhalten. Ja, irgendwie, ja. So, aber auf so nicht so auf ein bisschen subtilere Art, nicht wie der Knossi, sondern sie hat einfach so einen leichten Humor. Ich feiere sie ja, wenn ich so auf YouTube so Streams von ihr schaue. Also ich schaue nicht ihre Streams, aber ich schaue so. Ich glaube, der Knossi wird eineinhalb Tage überleben. Der Knossi wird echt nicht lange überleben. Was ich bis jetzt von ihm schauen kann, der ist über eine Stunde, glaube ich, da so einfach so gelegen und er war so, ich pack's nicht mehr. Ich habe ihn dort in die Augen geschaut, weil er so von dem Wasser halt auf die Insel schwimmen gemäßt hat. Ja, das haben wir dann mal schon laut getan, aber haben wir nicht schon angefangen zu zweifeln. Ich hoffe, der ist lange drin, weil das unterhaltet ja, mich. Ja, das unterhaltet ja. Irgendwie das so Stumpfe, irgendwie jemand, der was, der in der Schule, der was auch wie ein dümmer ist und nicht aufpasst. Wo man sich denkt, warum ist der nicht schon sitzen geblieben, aber okay, er ist noch ja, dabei. Ja, jeder mag ihn aber irgendwie, weil ja, er die Leute unterhaltet. Ja. Er ist so richtig der Klassenclown. Ja. Na cool. Also, ihr wart noch von Seven vs. Wild, dass, also ich hoffe halt, dass viele lang durchhalten. Lang durchhalten, viele beißen und nicht direkt aufgeben. Und das einfach eine richtig geile Serie wird. Also, auch wenn ich schon einen Helikopter gesehen habe, dann haben meine ganzen Erwartungen schon geplatzt. Aber so, weißt du, sie haben ja geschnitten das, wenn sie wirklich Sam waren, weiß ich genau noch. So, wenn werden das endlich rausgekommen, dann sagen sie November. Irgendwie so. Fuck, hell ist so November, lange. Ist das dein Ernst? Aber wieso denn das so lang? Ist so geil. Und dann, ja. Alles. Die erste Folge 10. Okay, ich weiß wieso, erst im November. Ja. Ich bin schon gespannt, wo er danach aufzählt, wie viel alles gekostet hat und was genau wie viel gekostet ja. hat. Er war letztes Jahr raus. Und die Folgen, die dauern einfach 1,5 Stunden. Wie ist das, wie viel? Nein, ich glaube, das wird so bei 40 bis 100 Stunden. Und wie viel sein. Videomaterial das ist? Logisch, das ist alles brutal. Zu schneiden. Das zu schneiden fickt dir schon meinem Schädel. Ja. Aber by the way, wie lange dauert es überleben? Was denkt ihr es? Ja, jetzt bei welchem Spot? Ganz ehrlich, ich glaube, ich dachte 4 Tage echt beißen und dann ging es mir noch gut. Und danach ging es mir einfach leider scheiße. Ja, ich hätte dann irgendwann mal keinen Bock mehr und dann. Was kriege ich? Wie, was kriege ich? Das ist das Wichtigste für mich. Wenn ich nichts kriege, dann tue ich direkt auch hören. Ja, ja. Ja, aber was krieg ich dann? Seven vs. Wild Bedingungen. Du musst dich selber filmen. Boah. Und so. Ja, ist aber ein Blödsinn. Dann wirst du schon etwas kriegen. Na, für das Mindset ja, einfach mal also eine wenn Woche du gewinnst. Durchzuziehen, ist das schon Belohnung für mich nur. Einfach mal, dass ich dir noch sagen kann, das war ein scheiß Erlebnis, ich tue das nie wieder. Und dass ich das in die Leute, in die Ohren liegen kann, für so locker ein paar Monate, wo ich allem darüber erzählen kann. Du hast aber nicht den Scheiß miterlebt. Du ja, hast ich glaube, bei mir war sie nicht, was ich bei mir war sie nicht. Bei mir war sie wirklich nicht. Ja, na, keine Ahnung. Ich das kannst du aber nicht einschätzen. Weißt du, meinst halt, dass du die 7 Tage schaffst, aber dann ist sie wieder komplett anders. Ja, ich will nicht sagen, dass sie alle Tage durchhasselt. Schon wegen Hunger irgendwie ist. Du musst halt einfach ein Glück haben. Du musst brutal viel Glück haben. Wenn du zum Beispiel einen Fisch fangen willst, oder, einfach der Loot einfach, weißt du, wenn du einen geilen Loot hast,
dann hast du alles durchgespielt. Ja. Und der eine zum Beispiel, weißt du, was bei der ersten Staffel sich einfach zum Beispiel wehgetun hat, der hat eine fucking Sauna gebaut. Ja, true, stimmt, ja. Und die denken mir so, what? Weil, weißt du, ey, da war so einer, was halt ganz am Anfang halt bei der ersten, beim ersten Talk hat so, er war, ist ein brutal guter Survivaler halt. Dann hat er so sich gedacht, ja, let's go, die schütteln wir mal den Baum. Dann ist er erst auf sein Kopf gekommen. Gleich am Anfang, das war so ein paar Stunden, ja. Und nachher schon. Ja, direkt halt, dann hat er, ja. Da hat er halt scheiße, weil er das, er hätte es brutal easy geschafft. Und er hat halt dann da so, dann hat er halt gemäß Ding, weil sein ganzer Kopf war halt blutig, aber es war dann nicht so eine große Wunde, dass er Nanen gemisst haben. Deswegen hat er ja für sich weitergekannt machen, aber er war disqualifiziert. Ja, und das killt da voll dein Mindset, weil nachher denkst du allem an die Wunde und denkst, ach, Leben ist scheiße, ich kann jetzt eh gleich aufgeben. Ja. Ich schon verloren. Ja, true. Also, ich glaube, ich tät, wenn ich nichts kriege, dann tät ich 3 oder 3 bis 5 Tage überleben. Oder vielleicht 6, aber. Für 10.000 Euro? Alle. Sam, da tät ich durchhasseln. Alle. Da tät ich mein Herz. Dann wär's mir scheißegal. So viel mehr. Na, weil, ist eine komplett andere Situation. Es ist eine komplett andere Situation. Stell dir vor, du bist da und kriegst nichts. Oder stell dir vor, du bist da und du kriegst 10.000 Euro. Ja. Komplett andere Situation. Ja, stimmt. Also ich kann mich eigentlich nicht einschätzen, um dazu sagen, 4 Tage da die easy backen, aber ab dann wird's kritisch. Easy. Na ja, wohl. Ich tat's backen. Irgendwie hätte die Bock, das jetzt irgendwie durchzuziehen. Ich hätte das jetzt let's so go auf in die Wildnis, in die Berge, bloß nach Panama. Nein, wir müssen so eine Südtirol Edition machen, einfach auf den Bergen, einfach in so eine Kneipe. Ja, dann gehen ja. Sich ultra da gehst du übereinander, da siehst du so die älteste Hütte jemals. Und sie haben einfach so ein Restaurant drin, wo sie so Knödel verkaufen, so richtig random, mitten im Wald. Ich sag dir eins, bei den Pfadfinder, Sam, randomly haben die Leute einmal zu uns gesagt, da, geht einfach da ein Rucksack und geht jetzt einmal da auf den Berg, da ist irgendwo so eine verlassene Hütte, Sam, geht das einfach übernachten und dann morgen campt es wieder. Tschüss. Hält das die appreciate. Und das war so geil, wir sind da aufgegangen, wir sind so viel übermiedet gewesen und wir haben so lange mal Blödsinn gelabert, niemand hat mehr Bock gehabt, alle haben es granted, wie kacke das war, aber das Erlebnis war trotzdem im Endeffekt voll geil. Deswegen ja. Ich darf das auf jeden Fall nochmal machen. Mhm. Mit Eng. Wir werden sterben, aber ist okay. Ja, ja. Also, na, das war die 7. und 7 vs. Wild Folge. Sieben, Alter. Krass. Also, wir müssen noch was sagen. 7. Folge. 7 Kandidaten. 7 Tage. Mit 7 Gegenständen überleben. Alter. Also das war's, glaube ich, von unserer Seite. Ja, Moment, du vergisst allem die Lieder. Die Lieder, oh das ist das Wichtigste, stimmt. Hallo. Wir gehen jetzt noch Lieder auf die Playlist. Ich schreibe mir die auf, ich nehme das Lied, mit denen ich heute eingegangen bin und selber Rammstein Deutschland, tut mir leid, Leute. Also ein paar werden jetzt sagen, yay. Der paar sagen, Rammstein, ich finde, hell ist einfach was Eigenes. Hell ist einfach. Fühlst du es selber? Rammstein, nicht jedes Lied. Aber nein, nicht Deutschland dann. Wart. Sonne oder, boah, das ist schon noch gut. Ja, Sonne. Ja, Punkt. Kein oder. Ja, Sonne. Ist Rammstein okay. Von Sonne. Ja, ich han ein Lied im Kopf, das was ich nicht tue. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das heißt irgendwas mit Katze. Nein. Irgendwas mit Katze. Comeback June von Pussy. Ah.
Ich nehme einfach, ich hätte gesagt, einfach jedes Lied von My Chemical Romance. Aber ich muss mich yeah, by the way, all my ladies, Entschuldigung. Ich muss mich gleich auf ein Lied beschränken, deswegen nehme ich das. Na, 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 dann in Klammer geht's weiter. Na, 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 na. Die Band ist einfach genial. Ja, das ist wirklich geil. Na, Ian, by the way, auch noch die Zero Ding Playlist. Black Parade ist einfach ultra geil. Ich lacht. Ich weiß, ich bin inkompetent. Sag, die Leute beim Podcast, die wissen am wenigsten über den Podcast. So, die Leute, was ins Zuschauen, die wissen mehr über den Podcast wie mir selber, wahrscheinlich, weil wir uns selber nicht aufpassen. Ja. Na gut. Ja. Dann, wir wünschen eine schöne Woche. Einen schönen Abend, oder ja, halt einen schönen Tag. Vormittag, einen schönen ist alles so komisch, gute weil, Nacht, einen guten Mittag. Ja, mit in das in Donnerstag auf. Ja, eben, und es ist so dunkel draußen und in mir, weißt du, ist so, als ob es auch gerade in dem Moment mitschaust. Aber ja, ich wünsche euch einen schönen Tag eigentlich noch. Wenn, wenn's ja, Mittag wird, dann schöne Mahlzeit. Überlebt's bitte, weil, ja, wir sehen uns in 7 Tagen, schauen, wer von euch noch übrig ist. Ja. Die 7. Folge, ja, das war's. Bye! Tschüss!